Dobrodošli und willkommen zur Hoffnungszeit aus der St. Michael Kapelle in Aalen. Mein Name ist Willem Koretic und ich bin Pfarrer der kroatischen Gemeinde. Was mir in dieser Zeit Hoffnung gibt, das ist Jesus selbst mit seinem Leib und seinem Wort, indem er sich uns selbst gegeben hat. Sein Leib und seine Worte ernähren uns und erleuchten uns, dass wir nicht in Angst leben müssen, weil Angst und Misstrauen vernichten uns unsere Seelen. In der heutigen Evangeliumstelle geht es um das Kommen des Menschensohnes und die Mangen im Hinblick auf das Ende. Heute können wir von der existenziellen Angst sprechen, von der Angst und der Furcht vor dem Tod. Dies ist ein sehr wichtiger und vermeintlicher Punkt eines jeden Menschenlebens. Jesus sagt dies, um uns Menschen zu trösten vor seinem Tod. Was sagt er von seinem Tod? Er spricht: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Diese Tatsache und Wahrheit ist der einzig wahre Trost in schweren Stunden, der einzige Trost für den Tod. Jesus spricht davon, uns nah zu sein und davon, dass der Zeitpunkt hart ist. Es ist der Zeitpunkt der Gefahr und des Todes. Aber, sagt er, lasst euch nicht verwirren. Ich werde kommen und euch an die Hand nehmen und euch dorthin mitnehmen, wo ich sein werde. Dieses ist der einzige und beste Zuspruch. Die Wahrheit Gottes, seine Allmacht und Gottes Liebe zum Menschen. Was ist hier bemerkenswert? Dass Gott persönlich hinter diesen Versprechen steht. Denn nach dem Gespräch mit den Aposteln vor dem Tod Jesu tröstet er sie und er versichert ihnen, dass in ihrer Mitte Gott ist, dass er Gott ist. Heute haben wegen unserer Ängste und Verwirrung viele den Glauben verloren oder einen anderen Glauben angenommen, weil sie vergessen haben, diese Worte Jesu. Jesus sagte ausdrücklich, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund seiner Werke. Unser Gott bestätigt seine Identität mit seinen Werken der Liebe und mit seiner Macht. Krönung seiner Liebe und Macht ist das Wunder der Auferstehung. Das ist die zentrale Botschaft des heutigen Evangeliums. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Bože, mi ti se nadamo
i Tebi povjeravamo. Daruj nam pouzdanje i hrabrost. Daj nam strpljivost i izdržljivost. Hrani nas ljubavlju i novom snagom da svima možemo pomoći, posebno onima koji pate od virusa. Blagoslovi nas i sve ljude sa svojom prisutnošću. I blagoslovio nas Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.